Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer I only love all Asian ladies. Love, Giant, yeah. Willkommen zurück zu The Walking Dead Season 2, Episode 2. Und natürlich, ihr seht es wieder, wir sind natürlich ganz klar im Clementine-Modus. Das heißt, wir sind wunderbar ausgestattet und können direkt weitermachen mit Episode 2. Und es macht absolut keinen Sinn, dass ich euch das sage, denn zu dem Zeitpunkt, in dem diese Episode oder dieser Part online geht, werden wir bestimmt schon wissen, wie es weitergeht mit The Final Season. Aber ich habe heute, Stand 19.10.2018, beziehungsweise schon ein paar Tage vorher, habe ich mal auf Steam durchgeschaut, durch die Reviews. Natürlich wollte ich mich nicht zu sehr spoilern, aber was die Leute eben letzten Endes von der Final Season bisher so halten, größtenteils wollte ich ja eben sehen, wie es weitergeht mit The Walking Dead, der Final Season, ob es wirklich zu einem Ende kommt, ob es bis zum Ende eben developed wird, weil ich glaube, so wie ich es gesehen habe, bis Episode 2, die jetzt vor kurzem erst rauskam, läuft noch unter Telltale Games und die Lizenzrechte gingen anscheinend an Skybound, glaube ich, oder Sky... Irgendwas mit Sky. Auf jeden Fall nicht das Ex-Premiere Sky, logischerweise. Aber irgendwas mit Sky im Namen hat mittlerweile die Lizenzrechte und die werden anscheinend jetzt Episode 3 bis 5 releasen. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, in dem das Ganze hier online kommt, werden wir auf jeden Fall schon genaueres wissen. Da ist vielleicht schon die komplette Final Season vorbei. Ich finde es nur gut. Ich war bis vor kurzem habe ich echt gedacht, okay, mir wäre es doch scheißegal, ob EA sich letzten Endes die Lizenzrechte holt. Hauptsache, das Game wird eben komplettiert, denn genau das hat das Game eben verdient, dass wir wirklich zu einem Ende kommen, dass es halt nicht Open End bleibt. Das Skript ist zwar schon geschrieben, aber wir wissen es genau, wenn EA, was für Electronic Assholes natürlich mittlerweile steht, die Lizenzrechte an The Walking Dead, generell diese Walking Dead Franchise von Telltale Games eben bekommen hätte, dann wissen wir genau, wie es abgelaufen wäre. Ich meine, sie haben natürlich A Way Out rausgebracht, oder nicht developed, aber zumindest haben sie ja das Game gepublished. Was gut ist, dass sie sich developed haben. Das Game ist verdammt gut. Ich habe mir ein Let's Play angeschaut. Lord Minion 777 und Patrick Static. Gerne mal auf YouTube vorbeischauen. A Way Out, sehr guter Playthrough, sehr gutes Game. Und wir wissen es aber genau, wenn Electronic Assholes das Game letzten Endes developed hätte, The Walking Dead Season 2, dann hätten die irgendwie Microtransactions eingebaut. Zum Beispiel, keine Ahnung, wir hätten da diese vier Auswahlmöglichkeiten gehabt und dann, keine Ahnung, pay $5 to unlock this option oder pay $10 to choose this option. Oder wenn wir die Wahl haben, einen umzubringen und einen von den Personen zu saven, pay $5 to save that person oder pay $5 to pay that. Sie hatten irgend so eine Microtransaction-Scheiße hundertprozentig mit reingemacht. Umso besser, dass Electronic Arts eben letzten Endes nicht die Lizenzrechte bekommen hat. Aber gut, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, in dem das Ganze hier online ist, werden wir schon a Closure haben. So, wir machen erstmal weiter natürlich mit Season 2. Dann haben wir noch Season 3 vor uns. Michonne. Schreibt mir in die Comments, wie man das ausspricht. Mein Bruder hat mir gesagt, wie man das ausspricht. Ich glaube, Michonne, Mitochondrien, irgendwie sowas. Aber ja, Season, wie gesagt, wir haben das, dann haben wir New Frontier, Season 3 und dann eben die Final Season, Season 4. Bin auf jeden Fall hype und ich würde sagen, Start Episode 2 ist so mit, ich habe jetzt Season 1 und 2 gespielt, komplett. Und ich glaube, entweder war es dieser Chapter, habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, oder dieser Chapter hier. Ich weiß gar nicht mehr, was hier genau der Phase war. Chapter 5 ist mega geil. Aber ja, es ist glaube ich, ein Draw zwischen Episode 4 und 2 von meinen Lieblingschaptern. Aber gut, Episode 2. Lego. Previously on The Walking Dead. Das war Lee, oder nicht? Ich glaube schon. I'm freezing. Wait till we get up to Wellington, then talk to me about cold. Now I'm gonna go look for more wood. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. Krista, run! I'm out. Grab her. Let's go. Would someone mind telling me what the fuck is going on here? She was bit by a dog. For all we know, she could be working with Carver. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I don't know. I
I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary, and Joseph. Think about it. You're Carver, what do? Who's Carver? You were in the woods with Krista. Please. Ah! I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Come this way! Damn it, you get your asses over here, both of you! Go! Oh yeah. Shorty the pimp, he walks with a limp. So, das wird interessant. In meinem privaten Playthrough, also in meinem Stream damals, weiß ich noch, bin ich... Also privat bin ich natürlich mit Pete gegangen. Dann habe ich im Stream gezockt, da war ich mit Nick unterwegs. Und ich weiß, dass da irgendwas mit der Watch auf jeden Fall war. Der haben wir jetzt in dem Fall nicht mitgenommen. Das heißt, das ist schon mal keine Option. Aber wir haben irgendwas wegen Amputieren auf jeden Fall so einigermaßen mitbekommen, was Pete angeht. Aber wir haben gesehen, wie das bei Lee letzten Endes funktioniert hat, aber... Wenn er gerade erst infiziert wurde. Also das hier habe ich tatsächlich noch nie gespielt, glaube ich. Dieses Szenario hier. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passieren könnte, aber wir werden sehen. What are you looking at? Das weißt du genau. Staring ain't polite. Come on out and say it. What are you going to do? Hand me that there. Hacksaw Jim Duggan. It's worth a shot, I guess. I got nothing to lose. Other than my Piggly Wigglies, of course. Oh, God. Bleed out like a stuck pig. What are you gonna do? Carry me out of here on your back? Hell. Just give me a minute. Wir dürfen's wieder übernehmen, Telltale, kann das sein? There's a lot of stuff in here. I'll try to find something to help. Nicht das erste Mal, dass wir mit einem fast turnenden Person auf jeden Fall eingesperrt sind. So, schauen wir erstmal, was wir hier drüben haben. The keys are still in it. Well, worth a shot. Wahrscheinlich kein Benzin. Und wenn Benzin, dann ist wahrscheinlich E10 getankt worden oder so. Don't touch that radio. Don't touch it. Nah, fuck. What the fuck? Irgendwie kann man dieses Handsymbol nicht auswählen bei dem, was ein bisschen merkwürdig ist. Naja. Schauen wir mal hier durch. What's in there? Anything we can use? Ach, sind Zigarren, so. Give me one of those. Probably tastes like pine tar by now. But I'd smoke a dead coon's tail if you had one. I don't like smoke. We're in the middle of a shit sandwich stack this high, and you're acting like a goddamn government regulator? That's gross. Give me those. You got a light? Achso, stimmt, haben wir sogar, ja. Light it up! Well,
That tastes about as bad as it smells. Now what? Hat sich ja gelohnt. We wait. Das ist, wenn du gebissen wurdest, das Beste, das du machen kannst. Not! Verdammt, wir haben noch ein paar Sachen, die wir hätten durchsuchen können. Das ist nicht gut. Let me grab that. Let me grab that. Ja, aber wenn man das auf den Schädel, ich weiß nicht. Glaub nicht, dass das, nee, das wird auf jeden Fall nicht direkt zum Kill führen. Was war, oh, damn it. Warum wartet ihr überhaupt erst ab? Like 10 pounds of shit in a 5-pound sack. Jesus. Schöne Vergleiche auf jeden Fall. Stuck in this can the whole damn day. You want to hear something funny? I've been thinking. And I don't want to die. Ach ja, na, okay, jetzt, wenn es schon offensichtlich schon zu spät ist, fällt dir das ein? I never thought I'd be the kind of idiot to say something like that, but there it is. I'm scared, Clementine. Jesus, I'm scared. What does it feel like? It feels like a rope was wrapped around my neck. Getting tighter every second. It feels like I can't... can't breathe. Would you promise me you'll watch out for Nick? I love that stupid kid. No matter what you think, he is a good boy. He's been playing a tough hand, but he is a good boy. I'll do what I can. Thank you. Been almost a day. They ain't gonna find us. Glaub nicht, dass Zombies so operieren. Where are you going? I'm not getting out of this. You're gonna have to make a break for it. Wieso kommen eigentlich die anderen nicht? Ich meine, Nick ist abgedüst, logisch. Coming with me. To do what? Die a couple hours later than now? To say goodbye to Nick. All right. I'll try. Well, like my daddy used to say, we're burning daylight. That's deep. Let's get this over with. Let's do it! Es sind nicht so viele, also... Soll... Ja, möglich sein. Solange er noch in den Truck kommt, sollte alles okay sein. Fucking Quicktime-Events, die sie hier eingebaut haben. Aber ja, Nick ist ja abgedüst. Normalerweise gehe ich davon aus, dass er direkt wieder zurück in Villa Kunterbunt eben geht, letzten Endes, und da eventuell ein paar Leute holt. Ist das nächster Tag oder was? Push it to the limit?